Guten Morgen, du sag mal, was hast denn du da hinten gerade hintergefahren? Keine Zeit. Ja, guten Morgen. Morgen. Haben Sie gestern nämlich weggefunden, ne? Ich weiß überhaupt nichts mehr. Ich glaube, ich habe ein bisschen viel von der Stadt Ihre Kalpyrinias erwischt. Du, Nani? Guten Morgen. Ja, das auch. Du,
Der Vincent, der hat im Schuppen so ein Eck. Da spielt er mit Puppen. Na ja, wusste ich gar nicht. Und? Da findest du das normal? Der Bub ist 12. Eben, da kann er doch selber entscheiden, was er spielen will. Da schaut. Ja, aber Puppen, ich bitte dich. Morgen. Sag mal, habt ihr einen Kaffee für mich? Nein, also aus. Da, servus. Freilich kriegst du einen Kaffee. Gibt's. Warum ist denn er so grantig? Er macht sich Sorgen, weil sein Neffe mit Puppen spielt. Das geht doch den überhaupt nichts an. So, Puppen. Mach dir keine Gedanken. Da. Danke. Fällt's dir in deinem Bett nimmer? Mei. Ich hab das Gefühl, sie haben gestern das Auto stehen lassen und wollen mit mir mitfahren. Ja, das wäre nett. Ja, dann hören Sie mit dem Gegrinse auf, putzen sich die Zähne, 5 Minuten geht's los. Ich freue mich drauf. Blamage. Guten Morgen, Frau Stockel. Morgen. Und gestern gut heimgekommen? Freilich, wie immer. War ein netter Abend gestern, gell? Guten Morgen. Morgen. Michi. Hat jemand vielleicht mir unser Kuh von gestern Abend gesehen? Ja, drüben. Genau unter dem Tisch, wo du gelegen bist. Alles klar. Gibt's noch keinen Kaffee, Frau Stocke? Ich hol schon einen. Es kann nur das sein. Sehr ja. Geschmackvoll. Jetzt passen Sie halt auf, das war viel teuer. Mei, voller Flecken, so ein schmalen. Ach. Schauen Sie sich das einmal an, Frau Stockl. Sie, was machen denn Sie mit meinen Fotos? Da ist eins dabei, das schaut aus, als ob der Satori und der Moor miteinander knutschen, als ob die sich küssen. Ja, so ein Schmarrn. Ja, schauen Sie selber. Nein, ich hab zu tun. Kripo Rosenheim, Apparat Stockl, grüß Gott. Herr Kollege, kann das sein, dass Sie und der Moor, dass Sie sich irgendwie nahe gekommen sind? Näher. Wiederhören. Dass der Moor und ich näher gekommen. Ja. Sexuell oder was? Was weiß ich? So, meine Herrschaft, ich hätte Arbeit für euch. Gibt's eine Leiche? Oh, das habe ich jetzt vergessen zum Fragen, aber möglich war es schon. Na, so genau wollte man es ja gar nicht wissen, Frau Stockel. Kommen Sie, Herr Kollege, spielen wir rein beim Gendarm, bevor wir hier Putzfrau machen. Ja, und Sie dann was, was Ihren Fähigkeiten entspricht. Räumen Sie hier schön auf, gell? Ein Turm ist es hier! Was doch? Er hat das bestimmt nicht so gemeint. Wollen Sie ein Foto von mir? Nein, wieso? Ja, weil es heute gar so glatzen. Nein. Es ist wegen einem Vincent. Haben Sie Angst, der wird schwul. Sowas ist doch heute kein Thema mehr. Ja, aber der eigene Neffe. Sie finden da nichts dabei. Na, ich habe als Kind auch mit Puppen gespielt. Und es ist trotzdem was aus mir geworden. Warum fahren Sie nicht gleich bis rein? Hey. Dann laufen wir mal ja an, Wolf.
Ich habe nur gedacht, ein bisschen Bewegung schaut ja nicht. Sie müssen es ja wissen. Ja, so wie die Hütte ausschaut, haben die machen aus einem ganzen Haufen Geld. Hätte früher eine riesen Wurstfabrik gehabt. Mein Vater selig hat denen Schweineheften geliefert. Grüß Gott. Hofer Kripo Rosenheim, das ist mein Kollege Satori. Komm, sag bitte rein. Es tut mir leid, Frau Mauchner, aber wir müssen Ihnen noch ein paar Fragen stellen. Ja, das geht schon. Erzählen Sie uns doch bitte genau, was passiert ist. Ich konnte nicht schlafen und da bin ich aus meinem Schlafzimmer nach unten gegangen. Das muss so gegen 4:30 gewesen sein. Wo war Ihr Mann zu der Zeit? Wir haben getrennte Schlafzimmer. Außerdem war er letzte Nacht doch gar nicht da, er war auf einer Jagdhütte. Aber er muss jeden Augenblick kommen, ich habe ihn angerufen. Und weiter? Naja, ich bin also die Treppe runtergegangen und da habe ich ein Geräusch gehört. Haben Sie einen Einbrecher gesehen? Eigentlich nicht. Was heißt eigentlich? Naja, ich habe dort gestanden, wo Sie jetzt stehen. Und da konnte ich ihn nur von hinten sehen. Ja, und der Einbrecher, ich meine, war es überhaupt ein Mann? Ach, das weiß ich nicht. Ich habe ihn ja nur von hinten gesehen. Aber ich glaube schon. Aber mehr kann ich Ihnen leider nicht sagen. Es ging alles sehr schnell. Wie ist der Einbrecher denn ins Haus gekommen? Über die Balkontür. Die sind bei uns immer unabgeschlossen. Aber geflüchtet ist er über die Terrassentür. Entschuldigen Sie, wo ist denn das Klo? Toilette. Ich meine, wo können wir hier die Hände waschen? Da geradeaus und dann links. Danke. Sagen Sie, Frau Mauchner, ist außer dieser Statue noch irgendwas anderes weggekommen im Haus? Soweit ich das sehen konnte, nein. Ja, danke, das war's dann erstmal. Lassen Sie stehen. Alles liegen lassen, nichts berühren. Herr Meyer Hofer, das geht uns doch alles nichts an hier. Persönlich nicht, beruflich schon. Ja, beruflich erst recht nicht. Kann man sich beim LKA die Fälle aussuchen, oder wie? Blödsinn, aber die Frau ist gestürzt. Kein Niederschlag, kein Mordversuch. Das ist für die Kollegen vom Raubdezernat. Ja, ich weiß, aber wo wir schon mal hier sind. Das ist ein Fall für die Spurensicherung. Nein, wir berichten das Ganze dem Balthasar, geben die Kollegen einen Zwischenbericht und fertig. Okay. Sagen Balthasar gleich Bescheid am Telefon. Interessieren tät's mich aber schon, weil die lügt nämlich, die machen. Sie meinen wegen dem Spiegel? Ja, die hätte den Täter sehen müssen, dass Ihnen das aufgefallen ist. Gute Ausbildung. Lernt man doch was bei mir, gell? Ich meinte eigentlich eher so LKA. Ach so. Aber mich würde schon auch interessieren, warum die Frau Mauchner lügt. Na, vielleicht hat es den Täter wirklich nicht gesehen, weil nämlich der ganze Diebstahl erlogen ist. Also ich meine Versicherungsbetrug. Ja? Aber haben die das nötig?
Da ist viel Fassade. Schaut nämlich ganz so aus, als ob sich der Mauchner finanziell mächtig übernommen hätte. Woher wissen Sie denn das schon wieder? Ach, ich bin da über ein bisschen Korrespondenz gestolpert. Rein zufällig. Ah. Da schau her. Was ist das? Halskettchen. Schütze. Aha. Das nehmen wir mit für die Kollegen. Frau Waldner. Frau Waldner, grüß Gott. Sagen Sie, wie lange arbeiten Sie schon hier? Seit 2 Jahren. 2-mal die Woche. Arbeiten Sie alleine hier? Ja, seit einem halben Jahr. Vorher haben wir einen Gärtner gehabt. Also, danke. Frau Waldner, wissen Sie zufällig, wem dieses Kettchen gehört? Mir gehört's nicht. Und entschuldigen Sie mich, ich habe noch was zu tun. Die lügt auch. Schön langsam wird spannend. Ja, Herr Balthasar. Ja, selbstverständlich. Ja, ja, das bleibt eine Ausnahme. Ja, wiederhören. Nervensäge. Und, was meint er? Das Hauptdezernat ist völlig unterbesetzt. Ein Teil von denen ist im Urlaub und der Rest ist krankgeschrieben. Ja, wir sollten uns versetzen lassen. Allerdings, wer ist denn das? War das nicht der Mauchner? Morgen, Mauchner. Hallo, Janine. Sind die plötzlich so eilig? Keine Ahnung. Das finden Sie raus. Ich rede dabei mit dem Mauchner. Der Michi kann mir später abholen. Du bist gut. Wieso hast du mir schon den nicht zittern am ganzen Körper? Ich kann doch nichts dafür. Was soll ich denn tun? Was du tun sollst? Du solltest dich mehr um mich kümmern. Geschäftstermin zum anderen zu hetzen und von einer Jagdgesellschaft zur anderen. Das wird sich ändern. Ich verspreche es dir. Weißt du was? Manchmal habe ich das Gefühl, du hast deine Geliebte. Ja, bitte? Ja, grüß Gott. Hofer, Grippo Rosenheim. Wenn Sie mich kurz reinlassen würden, danke. Moment. Von der Kriminalpolizei. So ein Dicker. Es ist der Kommissar, der war vorhin schon hier. Wie wertvoll war der, haben Sie es? Schwer zu sagen. Ist ein seltenes Exemplar. 250.000 etwa, schätze ich. Ja, aber sowas ist aber dann schon versichert, oder? Ja, natürlich. Aber mit Geld ist das ja nicht aufzuwiegen, so ein Verlust. Klar. Die Alarmanlage war ausgeschalten. Wie kommt das? Ist mir schleierhaft. Ich habe sie kontrolliert, bevor ich weggefahren bin. Das heißt, der Dieb kannte die Zahlenkombination. Ist doch unmöglich. Wer außer Ihnen kennt noch den Code? Meine Frau selbstverständlich. Ich wüsste nicht, was... Herr Mauchner, sagen Sie mal, sind Sie sicher, dass das ein Diebstahl war? Wie bitte? Naja, es könnte doch sein, dass Sie selber die Statue aus der Vitrine genommen haben und es dann vergessen haben. Sowas kommt vor. Warum sollte mein Mann so etwas machen? Das weiß ich doch nicht. Moment.
Sie wollen andeuten, ich hätte den Ramses wegen der Versicherung selbst? Nein, niemals. Ja, was dann? Nur mal die Fakten. Der Dieb kennt die Zahlenkombination, die Statue ist hochversichert. Wenn jetzt noch dazu kommt, dass der Versicherte einen, sagen wir mal, erhöhten Finanzbedarf hat, wie im Schulden oder so. Also das geht entschieden zu weit, Herr Hofer. Nein, Herr Mauchner, das geht nicht zu weit. Ich muss jede Möglichkeit ins Auge fassen. Eine Routinefrage. Sie waren auf einer Hütte, wohnt bei wem? Beim Freund. Auf dessen Jagdhütte, Dr. Obermeier. Ein Geschenk Ihrer Frau? Bitte? Das geht dann. So was Geschmackloses würde ich nie schenken. Das reicht! Fürs Erste. Ne, Frau, Herr Mauchner. Das ist wirklich geschmacklos. Auf sowas. Die Polizei hat bei dem Mauchnis im Garten der Kette gefunden. Scheiße. Es reicht ja jetzt nicht, dass sich der Mauchner aushält. Jetzt musst du auch noch bestehlen. Toni, du gibst mir sofort die Figur. Hast du das gewusst, dass die gar nicht echt ist? Interessant, oder? Die von den Herrschaften haben sich eine Fälschung hochversichern lassen. Grüß Gott. Schnell sieht man sich wieder. Aha, Sie kennen meine Schwester. Das ist ein neuer Verehrer von dir. Kriminalpolizei, mein Name ist Satori. Ihre Schwester hat Ihnen ja bestimmt schon erzählt, dass bei den Mauchners eingebrochen wurde. Ja, und? Wo waren Sie gestern Nacht zwischen 4 und 5? Ich? Ich war bei meiner Schwester. Sie können es bezeugen? Ja. Ich meine bloß, um die Zeit liegt man normalerweise im Bett. Ja. Wir waren lang auf. Aha. Nicht schlecht. Die war doch bestimmt nicht billig. Nein. Ich kann es mir nicht leisten. Aha. Hätten Sie vielleicht was zum Trinken? Hey, danke. Aber eine Frage hätte ich schon noch. Sagen Sie, kannten Sie den Herrn Mauchner persönlich? Den Mauchner? Ja. Nicht wirklich. Ich habe ihn vielleicht ein, zwei Mal gesehen. Schön haben Sie es hier. Wiederschauen. Wiedersehen. Toni, das geht nicht gut. Janine, die wissen nichts. Gar nichts. Beweisen können sie mir schon zweimal nichts. Ja, das denkst du. Thank you.
Anna, komm. Komm zu mir. Hast du dich ein bisschen beruhigt? Ja, es geht schon. Der Ramses, ausgerechnet. Vater dreht sich im Grab um, der hat ihm viel bedeutet. Um Gottes Willen, Oskar. Diese blöde Statue. Das Einzige, was zählt, sind wir beide. Ich weiß. Es tut mir leid. Ich habe dich in letzter Zeit zu sehr vernachlässigt. Ich habe Angst, dass ich dich verloren habe. Und ich habe Angst, dass es nie mehr so wird wie früher. Sicher wird es wieder wie vorher. Bald. Oskar, hast du eine Affäre? Affäre? Ich, was soll das heißen? Schwör mir, dass du keine Geliebte hast. Schwör es mir. Ja, ich schwör's dir. Mach dir keine Gedanken. Ich muss noch mal weg. Was jetzt schon? Der Kaffee ist ja noch nicht einmal durchgelaufen. Anton Waldner, geboren am 29.11.75 in Rosenheim. Im November. Ein Schütze, na bravo. Ja, dann könnte es doch sein, dass der Anhänger, den wir gefunden haben, dem Waldner gehört. Und der Mautner trägt den gleichen. Vielleicht sind die beiden schwul und sind ein Paar. Also, heutzutage nichts Besonderes mehr, wie Sie zu sagen pflegen. Kann man ja sogar in ihrer eigenen Familie feststellen. Und mit solchen Äußerungen wäre ich an ihrer Stelle vorsichtig. Darauf kommen wir später. Bin ja gespannt. Jetzt mal angenommen, die beiden haben wirklich was miteinander. Dann haben alle was zu verbergen. Bingo. Der Mauchler, seine Frau, das Hausmädchen und ihr Bruder, allesamt. Und die Versicherungsgesellschaft soll an den Tisch gezogen werden, die soll zahlen. Für alle Fälle brauchen wir einen Durchsuchungsbeschluss. Für den Waldner und für den Mauchner. Und sämtliche Bankbewegungen von Mauchners Konto dazu. Fahren wir gleich in zur Bank, oder? Ich kann uns nichts erzählen. Das lassen Sie meine Sorge sein. Sie können ja dabei einen Kaffee trinken gehen. Gute Idee. Ja. Wir wollten gerade gehen. Um unbescholtene Bürger wie die Mauchners des Versicherungsbetrugs zu bezichtigen? Herr Balthasar, bei 250.000 Euro Versicherungssumme darf man durchaus mal über Betrug nachdenken. Noch dazu, wenn der hoch verschuldet ist. Wenn sich dann noch der Verdacht auf homophile Neigungen bei Waldner und beim Mauchner bestätigt, dann machen wir den Sack zu, aber schnell. Versicherungsbetrug? Homophile Verbindungen? Sagen Sie mal, haben Sie noch alle Tassen im Schrank? Der Mann hat ein Alibi. Doch kein Alibi. Der war bei einer Jagdgesellschaft. Und bei der Amigo-Wirtschaft hier ist es überhaupt nichts. So, jetzt sperren Sie mal Ihre Ohren auf, aber ganz weit. Besagter Herr Mauchner, Dr. Obermeier und ich. Sie hören ganz recht. Und ich. Wir waren gemeinsam auf dieser Jagdhütte. Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt? Das hat ja keiner wissen können. Noch was, Herr Hofer, was diese homophilen Neigungen angeht. So etwas ist heutzutage ganz normal, ja? Das muss eine Epidemie sein. Vorsicht, das ist ansteckend. Fahren wir.
schon wieder spät. Ja, ich hab Hunger. Ich warte schon 9 Stunden. Eine solche Ermittlerin auf dieser Ebene, die muss man halt sensibel angehen. Da kann man nicht, wie die Axt im Walde. Da braucht man ein Gefühl. Ah, Gefühl. Zusammenreißen, gell? Ja, Frau, warum geben Sie nicht einfach zu, dass Sie da in der Bank einen Späßel sitzen haben, indem Sie nur irgendwas gut haben? Hm? Weiter heraus kennt man sich halt. Und ist wenigstens was dabei rausgekommen? Hat der Mauchner Schulden? Genug für 2. Aber am interessantesten sind die Kontoauszüge und die Zahlungsbefehle. Und schon hier drauf, unser Freund Waldner. Bingo. Toni Waldner. Jeden Monat kriegt er 2.500 Euro vom Mauchner überwiesen. Fragen wir, warum? Zahlt er Schulden ab? Wohl kaum. Betrachten Sie es mal mit Gefühl. Sie meinen, er hält ihn aus? Ja, klar. Die beiden tragen das gleiche Kettchen. Ist noch selber aufgefallen. Abend. Setzen Sie eine her. Danke. Sushi. Ja. Sie ist schon. Bloß schade, dass wahrscheinlich kein Erbe da ist, der den Hof übernehmen wird. So wie es auch schon im Wind sind. Wissen Sie, ich habe ja lange überlegt. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit. Was denn? Kleiner Schnappschuss von gestern Abend. Wer ist denn das? Das sind Sie. Und wenn das nicht der Mo ist, dann weiß ich nicht mehr. Das darf doch nicht wahr sein. Ich hab's einmal sichergestellt. Wir sollen mal ein Bier. Welch vornehmer Besuch in meiner bescheidenen Hütte. Was kann ich für Sie tun? Geben Sie mir den Ramses zurück. Ramses? Es ist ein neuer Kosename für Ihren Garten. Werden Sie nicht frech. Ich habe Sie im Spiegel gesehen. Also geben Sie mir die Statue zurück. Angenommen, ich hätte sie. Warum sollte ich die zurückgeben? Weil ich sie sonst anzeigen würde. Da würde ich Ihnen abraten. Jetzt stellen Sie sich mal vor, die Polizei findet den Ramses tatsächlich bei mir. Und es stellt sich raus, der ist gar nicht echt. Sie würden sich wahrscheinlich schon fragen, warum der mit ein paar hunderttausend versichert ist. Wissen Sie was? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Sie zahlen mir 50.000 und das Geheimnis bleibt unter uns. Und Ihren Mann können wir uns dann gleich dazu haben. Wie bitte? Ja, ich finde ihn sowieso nicht mehr sexy. Das Geld ist mir wichtiger. Und was sagen Sie da? Was soll das? Wie? Sie wissen von nichts? Sie haben echt nie was gemerkt? Was ist mit Ihnen und meinem Mann? Ich lasse ihn ran und er ist spendabel. Nein, das ist nicht wahr. Sie und mein Mann? Das ist nichts Ungewöhnliches, ein schwules Paar. Aber das wissen Sie ja selbst, im Bett ist nicht mehr viel los mit ihm.
Bitte ersparen Sie mir die Szene mit der betrogenen Ehefrau. Denken Sie lieber an den Skandal, wenn der Versicherungsbetrug auffliegt. Oder Sie denken mal drüber nach, warum Ihr Mann eigentlich schwul geworden ist. Schwein, Sie! Ich bin es, Toni. Ruf mich bitte zurück. Wir müssen etwas klären, dringend. Ich kann so nicht weiterleben. Es ist vorbei. Vincent, was machst du denn da? Nix. Runter. Herrschaftszeiten. Was willst du mit dem ganzen Zeug? Nix. Irgendwas machst du doch damit. Spielen halt. Damit? Mhm. Vincent, schau mal. Die Puppen spielen, das ist doch mehr was für Mädchen. Ich meine, du hast doch so schöne Autos. Ein Steinschleuder. Aber das macht halt mehr Spaß. Ist es jetzt schlimm? Nein, nicht unbedingt. Es ist halt ungewöhnlich. Man spinnt deine Freunde auch mit Puppen. Na. Sonderangebote. Darfst aber nichts der Mama sagen. Wir machen einen Flohmarkt. Bissl Kohle. Weißt du, dann muss ich das Zeug verkaufen. Ja, da hält die Freilichtsicht. Das ist ja ganz was anderes. Hast gemeint, ich werde mal schwul? Ach, Schmarrn. Komm, das ist Lawine. Das ist doch mal eine schöne Szenerie. Was für ein Anblick. Was maßen da Frau Stockel? Also, Sie wollten bestimmt meinen Schreibtisch aufräumen, gell? Ja, einer muss ja mal anfangen, oder? Ja. Frau Stockel, Sie haben nicht so wie da ein Foto gesucht, so ein Polaroid, so ein bestimmtes. Ein Foto? Ja, eins von unserer kleinen Feier. Was meinen Sie, Herr Sartori? Also gut, Sie, Herr Presser. Was wollen Sie für das Foto? Eine Woche Stalldienst? Ja, ich werde es den Herrn aussuchen. Das hört sich doch gut an zum Anfang. Übrigens, der Chef ist im Anmarsch. Ja, wir wollten eh gerade zu dem Waldner. Genau. Sagen Sie dem Chef einen schönen Gruß, gell? Servus. Ciao. Servus. Waldner? Herr Waldner? Und doch noch unsere Leiche. Verdammter Mist. Da ist Blut dran. Vielleicht ist er da kennt.
Ja. Hallo, Herr Hofer. Wir brauchen die Spurensicherung und die Gerichtsmediziner. Hat irgendjemand was gesucht? Vielleicht sogar dasselbe wie mir. Ich bin es, Toni. Ruf mich bitte zurück. Wir müssen etwas klären, dringend. Ich kann so nicht weiterleben. Es ist vorbei. Sagen Sie, war der Mauchner? Eindeutig. Na also. Da schau her. Danke. Also ich weiß nicht, irgendwas kommt mir da spanisch vor. Ich hab gedacht, das ist ägyptisch. Ich soll er mal ins Labor bringen. Mal ins Labor! Entschuldigung. Sauber, Herr Kollege. Chinesisch. Was? Made in China. Und? Ins Labor damit. Alles klar. Wir sind's noch draufgekommen. Göttliche Eingebung? Ich habe Waldner umgebracht. Es war ein Unfall. Glaub mir, es war ein Unfall, Oskar. Was hast du getan? Der Mann hat alles zerstört. Alles, was wir uns aufgebaut haben. Bitte, Oskar, hilf mir. Toni ist tot? Der Kerl hat dich doch nur ausgenutzt. Er hat sogar deinen Ramses gestohlen. Glaubst du nicht, dass er außer deinem Geld irgendetwas von dir wollte? Er hat deinen Ramses gestohlen. Das ist nicht wahr. Doch, er hat ihn gestohlen. Aber das ist doch egal. Es war sowieso nur eine Kopie. Das Original habe ich schon vor Jahren verkauft. Von dem Geld leben wir die ganze Zeit. Oder glaubst du von den Schulden? Du hast doch das Geld mit vollen Händen ausgegeben. Hast du den Ramses verkauft? Ja, ich habe deinen geliebten Ramses verkauft. Du begreifst doch überhaupt gar nicht, was hier los ist. Ich habe einen Menschen umgebracht. Anna! Anna, hör auf!
Sagen Sie, sprechen Sie eigentlich bei allen Leuten, die Sie nicht kennen, auf Anrufbeantworter? Ich habe mit dem Tod dieses Mannes nichts zu tun. Ich bin es nicht gewesen. Glauben Sie meinem Mann kein Wort. Er hat mir selber den Mord gestanden. Anna! Was redest du? Oskar, es hat keinen Sinn mehr. Frau Mauchner, wir glauben eher, dass Sie was damit zu tun haben. Wie kommen Sie denn darauf? Nun, wir haben uns gefragt, warum Sie uns die Beschreibung des Täters nicht geben konnten. Weil ich ihn nicht gesehen habe. Frau Mauchner. Als Sie den Einbrecher überrascht haben, da standen Sie hier. Ja, und von hier aus, da hätten Sie eigentlich das Gesicht des Einbrechers im Spiegel sehen müssen. Sie haben uns angelogen. Sie wollten nämlich nicht, dass wir den Täter finden. Sonst wäre nämlich rausgekommen, dass der Ramses eine bloße Fälschung ist. Jetzt nehmen wir mal an, der Toni Waldner hat Sie mit diesem Wissen erpresst. Ja, so könnte es gewesen sein. Frau Mochner, wussten Sie eigentlich, dass Ihr Mann, wussten Sie von den homophilen Vorlieben Ihres Mannes? Du hast mein ganzes Leben zerstört. Aber glaube nicht, dass ich wegen dir ins Gefängnis gehe. Niemals. Frau Mauchner, tun Sie die Waffe weg. Anna, bist du wahnsinnig? Ich habe alles für dich getan. Ich habe dich so sehr geliebt. Und jetzt habe ich einen Mann getötet. Anna! Anna! Anna, heute Morgen habe ich Toni Waldner angerufen. Ich habe ihm gesagt, dass ich so nicht weiterleben kann. Es ist vorbei. Aber er war nicht da. Das stimmt. Er hat auf den Anrufbeantworter gesprochen. Und jetzt tut's endlich das Ding da weg. Warum hast du das denn nicht vorher gemacht? Ich habe jetzt alles verloren. Anna, du hast mich, ich liebe dich. Ich liebe dich, Anna. Jetzt will der Vincent das ganze Puppenzeug auf dem Flohmarkt verkaufen. Ja, dann war das ganze Geschiss umsonst. Ja, eigentlich war mir das von Anfang an klar, dass da nichts ist. Bei Vincent. Was Sie anbetrifft, bin ich mir nicht so sicher. Also gut, sagen wir 2 Wochen Stahldienst, aber das ist mein letztes Angebot. Abgemacht. Da wird Ihr Kopf wieder klar. Sicher. Stockel, ich sag's dir, ich krieg diese Flecken nie wieder raus. Mein Gott, Moritz, stell dich halt nicht so an, das bist ein Lippenstift und Make-up, das ist doch kein Problem. Jetzt gib her. Nein. Na, Michi, hast du wieder vollgekleckert in der Kantine? Spaghetti mit Tomatensauce. Make-up von der Stockel. Wie kommt denn Frau Stockel ihr Make-up auf ihr Sakko? Mei, Herr Satori, nicht so, wie Sie denken. Also, mir war halt kalt und der Herr Mohr hat mir sein Jackett geliehen. War das auf unserer Feier? Allerdings. Aber Sie haben da ja ganz andere Methoden, um einer Dame aus einer Notlage zu helfen, eh? Wird mir so einiges klar. Frau Stockel, kann das sein, dass wir uns an dem Abend... Mir war kalt und das Jackett vom Morgen nicht ausgereicht. Mei, und dann haben Sie in den Arm genommen und wollten mich wärmen und dabei ist das halt passiert. Da waren wir ja ganz schön besoffen. Hm? Frau Stottel, falls ich Ihnen irgendwie zu nahe getreten bin, dann tut mir das außerordentlich leid. So schlimm war es auch nicht. So, jetzt hätte ich an das Foto. Bitte sehr. So viel zum Thema Stalldienst. Glückspilz. Bloß leider kann ich mir nichts sehen.